Alter. Leute, 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 Leute. Erstmal, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Wow, mit einem Schluck trinken meine ich gefühlt eine halbe Flasche Echsen. Oh, nice. Boah. Aber ich habe das gerade richtig gesehen, dass wir diesen Kampf im Prinzip überstanden haben, ohne dass der uns wirklich Schaden gemacht hat. Der war am Ende dann doch recht simpel, ne? Also im Vergleich zu dieser Verfolgungsjagd durch die Straßen fand ich das sehr simpel. So. Wird er uns weiter, wird uns weiter verfolgen, oder? Die Frage ist, kommt er jetzt hier direkt wieder? Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Oh, die U-Bahn. Leute, die U-Bahn-Szene aus dem originalen Resident Evil 3, die ist auch so dermaßen ikonisch. Ich wäre schon sehr enttäuscht, wenn wir die hier nicht drin hätten. Da ist nichts drin. Aber im nächsten Areal können wir Sachen einsammeln. Es geht hier lang, ne? Oder? Ja. Ist ja wahrscheinlich auf dem Feuerwehrtruck drauf, oder? Nee. Hier. Ah. Pistolenmunition. Jetzt mit der 86 Schuss. Das ist gar nicht so verkehrt. Ist das ein Areal, das wir kennen? Mir fällt dieses explosive Fass da rechts schon wieder auf. Wahrscheinlich ein Fehler. Natürlich gibt es hier Items zu holen. Transportieren Sie jetzt zum Spencer Memorial. RPD-Zentrale. Hier spricht 153. Ich bin im North Garden mit 3 Zivilisten eingesperrt. Westseite, Cafeteria. Hinten in der Küche. Einer von uns ist verletzt und bewegungsunfähig. Was soll ich tun? Und es kam keine Antwort. Halt mal. Da runter. Ist eine Sackgasse, deswegen gehe ich da erstmal zuerst gucken. Zumindest laut Karte. Laut Karte ist das hier unten eine Sackgasse. Davon ausgehe, dass wir dann hier ein, zwei Items liegen haben. Guck mal, da ist ein Aktenkoffer. Mit hochwertigem Schießpulver drin. Jetzt wird schon wieder knapp. Jetzt wird schon wieder knapp mit dem Inventarplatz.
Das war alles im ganzen Areal? Okay. Ich rechne mit allem. Ich rechne mit allem und erwarte nichts. In den Waffenladen können wir rein. Und einfach ein bisschen Abstand zu den Zombies. Hier sind Ada und Leon auch gewesen, ne? Diesen großen Loch, da unten war dann der Alligator. So, wenn die mich nicht bemerken, bemerken die mich nicht. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel für. Den kriegen wir bestimmt da drin. Umbrella. Tut mir leid, dass ich zwischendurch mal wieder auf die Karte gucke, aber ich möchte halt keine Items übersehen hier, ne? Ich nutze die Funktion, dass die Karte mir das anzeigt. Was sind denn? Habt ihr die Texturen da gerade gesehen? Der ist schon ein bisschen traurig. Ob wir Kendo treffen? Gestorben ist er ja erst, als Leon und Ada da waren. Oh, wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich nehm erstmal das Kraut mit. Das können wir nämlich benutzen. Mein Inventar ist voll! Und hier gibt es noch Gegenstände. Hier muss es doch irgendwo eine Itembox geben dann, oder? Ja, das Inventar ist voll, aber... Ich muss das doch kombinieren können. Das ist doch dämlich. Och, das ist doch jetzt aber dämlich. Gut, dann rechne ich jetzt hier aber mit einer Itembox, bitte. Halt! Mist, Jill! Kendo, dir geht's gut. Gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Ja. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Mach's gut, Kendo. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Ach, Kendo. Aber... keine fucking Itembox. Oh, das ist heftig. Nee, jetzt mal ernsthaft, das ist doch scheiße. Vor allem, ihr Inventar ist voll. Ja, und keine Möglichkeit, doch da ist eine Itembox. Oh. Warum wurde mir die auf der Karte nicht angezeigt? Das war denn das für ein... So, irgendwas mixen oder sonst was, da mache ich mir später Gedanken drüber. Jetzt wird natürlich erstmal gelootet. Wir looten die Scheiße aus dem Laden.
So, Spezialzubehör für die M3-Flinte. Die halbautomatische Mechanik ermöglicht eine höhere Schussfrequenz und eine verringerte Streuung. Nehme ich doch. Nehme ich doch auf jeden Fall, aber jetzt ist die natürlich ein Doppelding. Aber das ist nicht so schlimm. War hier nicht noch was? Hier hinten irgendwo. Da. Da ist nochmal Schießpulver. Aber da wir das im Moment alles nicht brauchen, werde ich das Schießpulver und das alles noch nicht verarbeiten. So. Nochmal speichern. Natürlich auf einen neuen Slot. Man überschreibt nicht seine alten Spielstände, solange die Aufnahme noch läuft. Oder zumindest überschreibst du nicht den Spielstand, mit dem du die Aufnahme begonnen hast, bevor du nicht kontrolliert hast, dass die Aufnahme auch in Ordnung ist. Das hat mächtig Bums gemacht. Ah, dann ist ja das RPD hier ganz in der Nähe, ne? Muss ja. Das muss ja dann hier unten irgendwo sein. Direkt gegenüber? Ja, wir kommen wahrscheinlich jetzt dann dran vorbei, ne? Brauchen wir den Schlüssel noch? Nein. Dann werfe ich ihn mal weg. Mal ein bisschen mehr Platz im Inventar wieder. So. Mann, ey! Es ist doch nicht wahr jetzt! Währenddessen kommt das andere Mist wie auch immer näher. Bitter, das war echt. Das waren wieder Verluste, die nicht nötig gewesen wären. Und wo sind wir jetzt? Und vor allem gibt es irgendwas zu finden? Anscheinend nicht. Ja, hier so ein Affen. Ich weiß immer noch nicht, was uns das bringt. Ach, willst du mich jetzt verarschen oder was? Schon wieder gelb. Ich bin ja auch dumm, ne? What? Ich bin doppelt dumm, weißt du was? Da lade ich jetzt neu, weil wir da wieder zurückgerannt sind.
Können wir auch diesen Gassenkampf da nochmal versuchen? Natürlich soll ich das Messer wieder mit einstecken und vor allem den Dietrich. Das ist echt dumm, dass er das nicht dabei hatte hier. Okay, sortieren kann man. Das ist schon mal nicht schlecht. Nehmen wir das Messer auch mit? Ne, das Messer lasse ich mal hier. Aber den Dietrich brauchen wir halt. Damit. Weg mit dir! Diese ekelhafte Parasitenkacke, ey. Wie viel Schaden hat uns das? Das ging ja noch. So gefällt mir das doch schon besser. Ich vermute mal, dass wir einfach durch das Haus durch müssen und dass das hier oben eine optionale Geschichte ist. So, diesmal haben wir auch einen Dietrich dabei. Schloss zu öffnen. Explosive Granaten. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber es geht schon. Raccoon Times Leserbriefe. Guten Tag. Ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für einen Samstagsausflug mit den Kids in der Innenstadt ist. Und keiner der Leben da ist beliebter und wiegt schwerer auf dem Geldbeutel der Eltern als Toy Uncle. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue über dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie werde nur mit einer Handvoll Schrauben da festgehalten. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einem geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits dreimal bei dem Manager beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Sollen wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein. Wenn schon Köpfe rollen müssen, dann doch bitte der des Managers. Diese Todesfalle da oben muss endlich runter. Gezeichnet Timothy Wiles, 69 Jahre alt. Und hier sind wir auch fertig. Ich hätte ganz gerne nochmal ein grünes Kraut, dann könnte ich das rote Kraut, das wir da haben, in nochmal voller Heilung umwandeln. Das entlastet auch das Inventar dann ein bisschen. Ein Stückchen ist es noch. Von da kommen wir dann. Beim U-Bahn unter. Ach du Scheiße. Ja, ein ganz schönes Stückchen dann, ne? Und sagen wir mal ganz ehrlich, es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis Nemesis uns wieder jagt.